Ja, und herzlich willkommen zu einem neuen Part Assassin's Creed Odyssey. Ich bin noch hier, ich habe gerade umgepackt, und zwar das raus, was wir gerade nicht brauchen. So viel, bis unser Platz hier voll war. Und ich habe hier mal eben schnell, nicht das, irgendwas habe ich gemacht, den Helm gewechselt, glaube ich. Ich glaube, genau, ich hatte einen anderen Helm drauf und habe geguckt, aber das andere Messer, das war leider, also das andere Dolchset war dann doch nicht besser. Ja. Ich würde mal sagen, wir gehen zurück ins Elysion. Ne? Weil das, was ich hier gemacht habe, wollte ich ja machen. Das, was ich machen wollte, habe ich gemacht. So rum. So wird ein Schuh draus. Meine Güte. Genau. Und dann können wir da ja jetzt einigermaßen gut weitermachen, ne? Mit dem, was wir das letzte Mal, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ne? Genau. Eieieiei. Schwierig. Ganz schwierig. Auch immer diese Wartezeiten, ne? Naja, geht ja noch. Geht ja noch. Und geht ja relativ fix. Hoffe ich doch. Okay. Ja, das wissen wir schon. Aha. Okay. Ah. Ja, gut, wir sind wieder hier. Ne, war ja klar. Ist ja quasi der Ausgangspunkt. Ja, hier haben wir noch ein bisschen was zu erledigen. Also würde ich mal glatt hier wieder in dieses Gebiet schnell reisen. Ne? Geht definitiv schneller, als wenn wir da jetzt so hin und dann hoch und dann, ne? Müssen wir ja sowieso porten und weiß der Geier, ne? Deswegen einmal schnell so. Und dann haben wir es hinter uns. Ne? Guck mal. Okay. Das lädt er. Sehr schön. Wo wollte ich denn jetzt als erstes hin? Könnten hier rüber, ne? Kann ich einmal runterspringen und wieder hoch? Oder so ähnlich. Mal gucken. Warte mal, was war da oben denn? Da noch was? Nein, das sah nur so aus. Okay. Okay. Was? Ist gerade echt ein bisschen. Ah, okay. Jetzt sehe ich es. Es war so, ist so ein bisschen undurchsichtig manchmal, ne? Mit den ganzen hellen Tönen. Aber hier rüber komme ich so nicht, ne? Also da hat man kein Seil rüber gespannt. Schade. Das hätte ich gut gebrauchen können, aber wir können hier runterspringen. Na bitte, lande Wasser. Och, schon wieder. Cassandra. Ei. Könntest du das bitte wegmachen? Okay. Mama. Was ist das denn? Das sieht ja auch kurios aus.
Persephone aus Marmor. Zerstöre Marmorjungfern, um Persephones Einfluss in Elysion zu verringern. Dadurch kannst du auch die darin enthaltene Macht absorbieren. Wenn ich jetzt noch wüsste, was die meinen. Ach, das Boot kann ich übernehmen. Okay. Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig sein. Oh. Hier sind ein paar Leute. Was soll ich denn da noch? Also ein bisschen weiter weg, ne? Ich würde tatsächlich gerne noch mal ins Wasser gehen. Und dann noch mal um die Insel rumtauchen. Weil zerstören wir die auf jeden Fall. Und dann könnten wir uns ja so langsam verpieseln, ne? Ich hoffe, ich komme hier überhaupt hoch. Anscheinend ja. Ja, hier. Das wird Persephone nicht gefallen. Joho. Okay, die sind halt genauso dumm wie die normale KI auch. Wenn man, sobald man im Wasser ist, dann ist man quasi nicht mehr existent für die Leute. Und kann sich einfach so verpieseln. Wie geplant. Okay, gut. Wir haben uns auch einen Fähigkeitenpunkt geholt. Dann gucken wir doch mal. Dass wir das hier erstmal hinkriegen, ne? Und das nächste Mal können wir dann hier ins, beim Menü. Ne? Ich würde jetzt schon mal gucken. Kopfschutzschaden. Das ist halt. Schwierig. Okay. Ich habe gedacht, vielleicht gibt es ja hier auch irgendwie. Gesundheit können wir machen. Hier habe ich gerade gefunden. Da Gesundheit. Gesamtrüstungswert. Okay, das ist auch was. Ich will ja aber mehr Kapazität haben, ne? Okay, Attentäter. Bewegungstempo beim Ducken ist gut. Das ist auch gut, ne? Müssen wir gucken. Aber ich habe jetzt nichts gefunden, was unsere Kapazität so ein bisschen erhöht. Das ist natürlich nicht so toll. Das hätte ich lieber gehabt, aber gut. Vielleicht müssen wir auch damit leben. Oder es erhöht sich generell und ich habe einfach bis jetzt noch nicht drauf aufgepasst oder drauf geachtet. Ja, die sind da immer noch am Grübeln. Und da vorne ist aber auch so eine Plattform, ne? Okay. Ja, gut. Die haben uns aus den Augen verloren und wollen sich nicht mehr um uns kümmern. Interessieren sich jetzt nicht mehr für uns. Was ja gut für uns ist, ne? Ist das auch wieder so ein Dings? Ah, nee, das ist wieder so eine Plattform. Okay.
Hier wollte ich ja gar nicht hin. Ich wollte ja hier hoch, ne? Doof, doof. Sind wir, glaube ich, dran vorbei? Okay, dann klettern wir mal. Ist jetzt auch nicht so wild. Ich möchte jetzt gerne rüber, deswegen... Was? Warum? Nur weil du mal nicht hier die Teleport-Dinger benutzt hast? Komm. Ah, Palast der Kolosse. Ist also deren Palast, oder wie? Okay. Fackeln des Hypnos, das haben wir doch schon. Mhm. Ei. Ja, ja, ich weiß. Davon haben wir jetzt zwei. Nee, drei, ne? Nee, zwei. Ach komm. Zwei. Zwei blumenartige Dinger, so. Zum Verbrennen. Oder doch drei? Doch drei, okay. Was hab ich denn da noch? Okay, Schatz, ein Schmutz. Schätze habe ich schon alle drei. Und Fackeln des Hypnos habe ich bis jetzt, glaube ich, nur eine aufgedeckt, oder? Ja, die hier vorne. Haben wir denn noch eine? Muss ja dann hier auch irgendwo sein. Wenn er nicht gerade sich der Vogel sich nicht gerade woanders drauf konzentrieren würde. Ich meine, hier sollen ja drei Fackeln des Hypnos sein. Wir haben bis jetzt nur eine aufgedeckt. Ach da. Ist die zweite und wo ist die dritte? Ach, da ist die dritte. Auf der komplett anderen Insel. Super. Gut. Dann machen wir das doch mal. Ach nee, wir brauchen ja gar nicht. Ich war schon wieder bei Dings. Komme ich denn am besten dahin? Wollte ich gerade sagen. Steht direkt neben einer, aber hey, wie komme ich denn am besten darüber? Mit dem Pfeil, meine ich. So? Oder so? Nee, die habe ich nicht getroffen. Glaube ich. Nee, ich glaube nicht, dass ich sie getroffen habe. Die ist, glaube ich, noch an. Okay. Doof, aber gut. Kann man jetzt nichts machen. Ich würde nochmal runtergehen. Nimm mal rüber. Dann können wir da oben hin. Nein. Aber bitte nochmal runter. Ich möchte nicht gesehen werden. Noch nicht. Ne, das läuft hier ein bisschen anders als drüben. Ein bisschen zumindest. Außer ihre Kletterkunst, die bleibt die gleiche. Okay. Okay, gut.
hätten wir. Können wir hier uns einmal reinschmuggeln? Okay. Ich würde eigentlich nach unten, aber... Dann gehen wir doch erstmal nach oben. Man, so ein paar Sachen mehr oder weniger. Können wir jetzt auch mitnehmen? Der Weg ist versperrt. Achso, okay. Ja, gut. Hat niemand mitbekommen. Ja. Jetzt habe ich mir quasi den Weg hier frei gemacht. Sehr schön. So. Genau. Damit wir auch nach oben können. Ja, gut. Nehmen wir natürlich alles mit. Das sind natürlich sehr gute Wachen, die nicht aufpassen, wenn man stiehlt. Sondern nur, wenn man kämpft. Nee. So ein paar Statuen aufstellen, die reagieren, wenn gekämpft wird, aber nicht, wenn gestohlen wird. Beste. Okay. Also gegen Diebstahl können die wohl nichts haben. Ich glaube, das sind mehrere von diesen blöden... Können wir die Tür öffnen? Nein. Wachen. Also diese Statuen. Statuetten. Hier werden die wohl gelagert. Ich müsste aber sowieso da unten hin. Ja, ja. Ich muss nur gucken, wie. Was haben wir denn hier? Nutzlosen Ort. Cool. Ich mach mal die Dings weg, ne? Ist sonst ein bisschen störend. Genau. Ja. Ich glaube nicht, dass sie da hochkommt. Ja, Cassandra hat mal eben das Klettern verlernt. Ich glaube, ich muss ihr eine VM geben. VM-Kraxler. Dann geht's wieder. Klemmen wir ihr eine CD vor die Stirn und dann kann sie wieder klettern. Ne? Ah, okay. Wo bist du? Kleine Truhe? Ja, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Hier ist keiner, ne? Und hier ist auch kein Eingang. Oh, cool. Oh, Junge, damit habe ich, damit habe ich gehofft. Also das ist super. Ach, wir können wieder klettern. Okay. Habe ich doch gesagt, klemmt in der CD vom Kopf. Das ist also wieder super. Ja, ein bisschen zu super, ne? Oder? Untergrundmäßig läuft sie anscheinend sehr gut. Es war jetzt umsonst. Es sei denn, nein. Okay. Wenn wir den kaputt machen, das kriegt halt jeder gleich mit. Deswegen werde ich erstmal hier, Ich glaube aber, das sollten wir schon von hier oben aus machen.
paar Sachen hier kaputt schlagen. Falls wir da irgendwie ran müssen. Ach, da. Nein, nicht zu weit bewegen. Wir müssen die Hitbox treffen, wollte ich gerade sagen. Okay. Ich denke mal, das hilft uns, wenn wir dann da gleich ran können. Ja, da brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen, dass da irgendwas im Weg steht. Das haben wir aus dem Weg geräumt. Wenn wir rankommen. Sieht gerade nicht so aus. Aber hey. Hier ist eine Truhe. Aha. Interessant. Vor die Truhe. Wollt ihr mich verarschen? Ich komme trotzdem dran an den Loot. Ich komme trotzdem dran an den Loot. Okay. So ein kleiner Shortcut für mich. Wie komme ich jetzt da ran? Ich muss ja auch irgendwie da rankommen, ne? Ah, ich weiß, glaube ich, jetzt wie. Ich habe den gar nicht gesehen. Den Durchgang da vorne. Ja, dann ist das natürlich klar. Ups. Ja, komm. Hier gibt's noch mehr. Ja, super. Ja, dachte ich es mir doch. Jetzt können wir die hier... Nein! Du sollst loslassen. Loslassen, hab ich gesagt. Nein! Oh, Cassandra hat auch immer so Schwierigkeiten dann mit dem Loslassen, ne? Echt schwierig. Ah, warte mal. Ah, warte. Nein! Was machst du denn da? Wieso zieht sie, obwohl ich drücke? Es macht überhaupt keinen Sinn. Das ergibt... Rührt sich nicht. Okay, ich muss doch nochmal ziehen. Oh, der Weg ist versperrt. Hä? Okay. Warum kann ich die jetzt nicht mehr ziehen? Ich meine, es sollte eigentlich trotzdem noch möglich sein. Hier komme ich, glaube ich, auch nicht mehr ran. Hm. Rührt sich nicht. Ich hätte überhaupt nicht dahin ziehen, ne? Okay. Ist was im Weg? Nee, du bist im Weg. Ach komm, wirklich? Ich will das ziehen und nicht drücken. Der Weg ist versperrt. Rührt sich nicht. Ach, fuck you. Ernsthaft? Das heißt, mich verspielt, ne? Weil hier ein Bug ist. Ach nö. Da ist was im Weg. Ja, okay, die sind rasten ein, ne? Oh, warte mal. Ich komme hier doch durch, oder? Finde ich trotzdem scheiße. Ja, ja, komm. Okay. Das war gerade echt weird. Was hab ich denn hier? K-
Okay, ich guck mal. Sieht nämlich interessant aus. Eine kleine Höhle. Ach, wie süß. Ah. Hier kommt man also raus. Kann ich da wirklich nicht hinschießen? Ich meine... Nee. Also, ich glaube, ich habe sie zerstört, aber irgendwie... Gehört die hier wohl doch nicht zu. Cassandra? Ich glaube, die mag mich gerade nicht. Was haben wir denn anderen noch hier? Ist der noch an? Ich flieg mal rüber. Der ist noch an, ne? Ja, der ist noch an. Wieso hab ich das nicht erwischt? Ich meine, ich habe extra den Pfeil so hingeschossen, dass er treffen hätte müssen. Hm. Okay, jetzt weiß ich zumindest, dass ich hier nicht weiter suchen muss. Warte mal, hier kann ich zielen und treffen. Wissen die wirklich, wo ich bin? Oder war das jetzt gerade so ein bisschen geraten? Insofern eine KI raten kann. Okay. Sind wir wieder am selben Punkt? Halt mit wesentlich aufmerksameren Wachen. Ich glaube, ich muss da vorne durch. Also müssen wir kurz warten, bis sie sich wieder beruhigt haben. Ja, ich glaube, die sind wieder so ein bisschen... nachlässiger. Ist das nicht auch so eine Statue von ihr? Vielleicht. Nee, es müsste ja angekreidet werden, ne? Nehmen wir mal alles mit. Ich meine, wir könnten gleich mal einen Sprengfall drauf loslassen. Das war der Sprengfall, ne? Okay. Keiner mitbekommen. Mal kurz hier springen. Ah, bitte festhalten, Dankeschön. Obwohl wir können eigentlich auch runterspringen, ne? Aber ich komme hier eigentlich gar nicht so rüber, wie ich das dachte, dass ich rüberkomme. Ich muss schon den Teleporter nutzen. Okay. Gut, dann springen wir mal kurz. Ah,
Dann können wir hier den Teleporter dafür nutzen. Nö. Kurz gucken, wo der ist. Gehen wir einmal kurz rum. Ah, den nehme ich noch mit. Das nehme ich noch mit, das Olivenholz. Okay, wo war denn der? Eigentlich hier über uns, ne? Der ist doch dafür. Ich bin gerade echt verwirrt. Okay, dann klettern wir doch hoch. Weil ich finde ihn gerade nicht. Wahrscheinlich einfach nur zu blöd, ihn zu suchen. Und das alles nur für so eine blöde Fackel des Hypnos. Eieiei. Ne? Na komm. Naja, so hoch sind die ja zum Glück doch nicht. Dass sie unüberwindbar wären. Genau, das ist eine runter, aber wo ist die dafür, die da hoch sein soll, aber ich verstehe es nicht. Oh. Natürlich. Natürlich. Schlürf du mal weiter. Ich porte mich mal runter. Ich guck mal, wo die ist. Die Portstation. Warum ich die verpasst habe. Sehen wir ja dann gleich. Ne? Okay. Was? Ach so, weit ist, unten ist die gar nicht, oder wie? Das ist die, die hier ist. Und das ist die nach oben, oder wie? Okay. Ich versteh's nicht. Gut, wir springen mal runter. Der nicht. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Ach komm, jetzt sind wir wieder im neutralen Gebiet. Das ist doch, nicht mehr so schlimm. Ne? Dann haben wir das. Okay. Gucken wir nochmal auf die Karte. Die haben wir jetzt auch befreit. Die Porter sind... Ja, hier hätten wir gucken können, ne? Hebende Flügel, senkende. Steht meistens dabei. Die Marmorjungfer haben wir kaputt gemacht. Hier könnten wir noch hin. Was ist das? Dorf der glorreichen Toten, genau. Hm, und hier müssen wir auch nochmal hin. Können wir hier die Dings mitnehmen. Ach, falsch. Ah, jetzt könnte ich endlich wieder speichern, ne? Ich gerade ganz vergessen. Kann man ja mal machen. Okay. Dann wollen wir mal. In welche... Ach da, genau, in die Richtung. War schon richtig. Musste mich erstmal orientieren. Ach ja, hier können wir über die Brücke. Ich ruf mal, Vorboss. Damit wir schneller vorankommen. Schön. Nö. Dann gucken wir mal. Da oben ist das Fragezeichen. Los! Whoop.
Okay, ein bisschen unübersichtlich die Wege hier, hä? Okay, da unten können wir wieder lang. Dann sind wir zwar genau auf der, aber ist ja nicht schlimm. Okay. Das war gerade merkwürdig. Und los. Ich kann hier schon hoch und dann darüber, ne? Dann machen wir das doch mal. Dauert jetzt zum Glück nicht so lange wie das richtige Teleportieren, also unser Schnellreisen. Was tatsächlich ja Teleportieren ist und nicht Schnellreisen. Ne? Das ist ganz weird. Jetzt kann ich zu unserer Schnellreise ja gar nicht mehr Porten sagen, weil wir ja ein richtiges Teleportationssystem haben. Was haben wir denn da? Mhm. Ich habe gerade ein Miau gehört. I'm not sure. Achso, ja, das war wahrscheinlich ein Vogel, ne? Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Ja, komm. Befehlshaber, Fackel, eine, Reserven verbringen und drei Schätze. Sind schon drei Schätze aufgedeckt? Ich glaube schon, ne? Ja, drei Schätze haben wir. Zwei. Warte, haben wir keine. Doch, drei Reserven haben wir auch. Genau da. Eins, zwei, drei. Okay. Das ist komisch, dass sie auch mal in der Simulation steckt. Sonst haben wir immer nur Layla, die da in dieser Simulation steckt, ne? Eine Simulation in einer Simulation. Simulationception. So. Aber sie kann trotzdem alles aus der Simulation mitnehmen. Ah ja, ist ja eine Simulation, ne? Wäre eher unlogisch, wenn Layla was aus der Simulation mitnehmen könnte, als dass Cassandra das einfach mit rübernimmt. Kannst du? Dankeschön. Ich glaube, den mache ich zuletzt. Okay, bitte wieder hochziehen. Gehe mal einmal außen rum. Damit man mich nicht sieht. Reicht es auch, den auszuschalten? Ich glaube nicht, ne? Aber ich will die jetzt mal kurz weghaben. Ich glaube nämlich, dass sie mir im Weg ist. Die da oben auch übrigens. Oder er, oder sie, oder es. Okay. Mittlerweile nicht mehr. Hat sich verdünnisiert. Finde ich nett. Also muss man ja auch mal sagen, ne? Die sind ja nicht alle so böse. Manche, die tun einem auch dann auch mal den Gefallen und gehen einfach mal. Ja. Ich muss nochmal darüber, ne? Fuck. Verdammt. Wo will der denn hin? Will der hier hoch? Dann bleibe ich hier. Wenn er irgendwo hingeht, wo ich ihn vernichten kann, bevor, ja, ohne dass man mich sieht, dann, gerne. Dann nehme ich das gerne mit. Oder irgendwie sowas. Ah, er kommt hoch. Er oder sie oder es kommt hoch. Ja, gut. Dann kommt er sicher hier rein und stellt sich dann dahin, wo der andere gestanden hat. Den ich verschont habe.
Weil... ist ja weggegangen. Sollen das sein? Ach, da. Nein, weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Ja, ausweichen kann ich trotzdem. Wie habe ich denn noch? Eine Reserve muss ich auch noch verbrennen. Ja. Kannst du mal bitte einmal hier... Nein, will sie nicht. Die will die... Geht doch. Ich wollte doch nur die Leiter nehmen. Die steht doch da. Ja, ja, komm. Kannst du dich mal bitte... fallen lassen. Mit fallen lassen meinte ich ganz fallen lassen. Ja, ja, komm. Oh, ja, komm. Oh, das ist schon abgeschlossen, ne? Adonis. Oh, seine Gärten sind das. Ich verstehe. Gut, dann, und tschüss. Ich glaube nicht, dass sie mir sofort folgen. Ja. Tun sie tatsächlich nicht. Gut. Das hätte sich erledigt. Wir haben die Gärten von Adonis abgeschlossen. Hätte ruhig mal sagen können, dass das sein Garten hier ist, ne? Aber gut. Dann können wir einmal hier wieder so rum und dann hier so hin, ne? Okay, einmal bitte wenden. Kommen wir hier nochmal lang. Ich meine, die ignorieren uns ja sowieso gekonnt. Ah, ja. Da sieht man also, wo das ist. Okay. Da habe ich nicht so drauf geachtet. Ich dachte, wir wären vielleicht ein bisschen verteilt, aber... gut. Das ist einmal hier, ne? Okay. Mal einmal dich hier. Aber bitte höher. Mhm. Was haben wir noch? Ja, es geht. Kriegen wir hin. Ne? Auch nicht schwieriger als alles andere, was wir bis jetzt gemacht haben. Aber, ich sehe gerade, das können wir im nächsten Part machen. Ne, wir sehen uns dann hoffentlich auch wieder, wenn es dann heißt, dass wir hier wieder die Gegend unsicher machen. Und das machen wir garantiert. Bis dann. Bye.